Gut, da bin ich wieder. Dann würde ich weiterbauen. Also, jetzt müssen wir den hier anschließen. Machen wir hier einfach so. Gut. Platziert. Muss der Block da drunter sein? Ja, genau. Hier. Trichter hin. Sieht man auch jetzt gleich. Da. Und dann kann man, also der Block muss da jetzt nicht hin. Man kann hier das so ausleiten. Die leeren Eimer, die da rauskommen. Hier. Oh, hier sind auch keine vollen mehr. Ups. Ach so, genau. Der muss immer hier leere Eimer haben, damit der die vollen nicht abgibt. Das heißt, ihr müsst den powern. Am besten geht das von hier, aber hier kann ich keinen Block mehr platzieren. Oder von hier. Da komme ich aber nicht dran. Okay, dann lasse ich das jetzt mal. Sondern müsst ihr halt immer voll haben. Also, warte, ich weiß wie. Natürlich. Ihr blockiert einfach. Hier. Den Spender. Den blockiert ihr einfach. Oder den. Schlau? Nee. Den. Blockiert einfach. Mit einer Fackel. Dann immer, wenn einer nach hier geht. Das findet ihr auch heraus hier, indem ihr das nehmt. Nehmt ihr von hier das Kabel. Ach, schon. Und das muss jetzt einfach. Oh, habe ich jetzt hinten einplatziert. Es muss jetzt einfach hier rein. Ups. So. So und so, gut. Und dann habt ihr den blockiert und da müsst ihr von oben wieder neue Füllte einmal reintun, das könnt ihr mit einem Spawner machen. Hier natürlich genauso. Das werden wir hier auch dann machen. Also den Spawner jetzt nicht, dafür muss ich auf eine Website, aber sonst. Gut, dann muss auf jeden Fall hier jetzt die Straße hin. So, mach die mal so lang. So, 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 wieder mit Shift und Leertaste. Gut. Oh. Ja. Das war nicht so geplant. So. Okay, dann jetzt hier rein. Und so. Gut, dann sperre ich den auch. Oh, schon. Okay. So, dann sperre ich hier auch schon. Auf welcher Höhe? Ach, hier ist es, glaube ich, egal. Ich mache erstmal hier. Also, hier kommt auch ein Loch hin. Und dann so. Warte. So. Okay, und jetzt wieder hier. So, dann hier so und wieder da hier drunter platzieren. Sehen kann ich jetzt auch schon sperren. Hier weiß ich ganz genau wo.
Einfach hier und dann kommt von hier unten ein Redstone. Das können wir direkt anschließen schon mal. So, so. Und so. Gut. Und dann ist das verbinden. So. Dann wird hier mal ein Item durchgelassen, sobald man es halt antippt, sag ich mal. Also da unten antippt. Gut. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Technik hinbauen. Ja, genau, hier muss nämlich noch eine Fackel hin für die andere Seite. Also hier eine Fackel hin. Und ein Dispenser, also ein Dropper. Kommt dann. Hier? Nee, einer drüber. So. Und dann. Ja, so. Und dann hier wieder ein Item rein. Zack. Und dann müssen wir jetzt das wieder hier platzieren. So. Und ich glaube, ich habe den Block platziert. Nee, doch nicht. Also jetzt hier so. Wieso habe ich das nicht direkt noch? Achso, ja. Ja, ist schon, ja. Okay. Dann habe ich das da so hochgeführt. Und dann hier rein. Genau. So. Und dann jetzt hier ist ja irgendwo noch ein Repeater. Wieso bin ich da einen hochgegangen? Okay, da muss ich noch einen hoch. Ich muss nochmal gucken. Hier, zwei Blöcke so, dann zwei Blöcke hoch, zwei Blöcke hoch. Okay. Wo habe ich denn die Fackel? Ah! Oh. Ja. Entschuldigung, wenn ihr das schon abgebaut habt, ihr müsst es nochmal abreißen. Denn hier muss eine Fackel hin. Und der Dropper kommt dann nach da. Und hier der Trichter. Und dann hier wieder reinwerfen. So. Und dann jetzt Shift und Leertaste. Dann hier zwei Blöcke hoch, dann zwei Blöcke hoch und dann zwei Blöcke hoch. Nee, hier zwei Blöcke, dann zwei Blöcke und dann runter. Dann wieder Shift natürlich, so, und, Leertaste, damit ihr in der Luft bleibt. So. Gut. Und dann jetzt hier. So, bis nach da. Das müsst ihr abschneiden. Müsste ich da auch gemacht haben. Genau. Habe ich auch. Okay. Das war's, glaube ich, jetzt hier oben schon. Was wir jetzt brauchen, das brauchen wir noch. Achso, das haben wir schon. Das brauchen wir noch nicht. Ja, jetzt wollte ich ja noch hier anschließen. Das muss ja auch noch gesperrt werden. Jetzt können wir auch so hier die Fackel. Nein, können wir nicht. Hier ist sie ja hinten. Dann kommt hier die Fackel hin. Und dann können wir einfach, können wir dieses Output nehmen? Ja, können wir nehmen. Dann brauchen wir aber, ich weiß wie. Einfach hier eine Fackel und schon. Das klappt nicht. Wir müssen hier. So, dann blockieren wir einfach hier. Man kann auch, hätte auch hier blockieren können, aber das geht jetzt halt richtig einfach hier, ne? Deswegen mache ich das einfach so. Ja, gut. Und das war jetzt eigentlich schon die Technik für hier oben. Wenn man jetzt hier drauf drückt, sollte sich. Das haben wir noch nicht gemacht, aber das fährt sich raus. Gut. Dann müssen wir noch hier unten anschließen, dass wenn man den drückt, damit da die ausgefahren werden. Also brauchen wir erstmal nur diese Seite. Das können wir
wegdenken. Das können wir zuerst mal wegdenken. Die zwei Redstone, so, okay. Also, hier die zwei Redstone, so. Gut, und dann, ja. So. Dann so ein kleiner Kondensator wieder. So. Das platzieren. So. Gut, und wo habe ich den Output genommen? Ich habe den hier genommen. So, okay. Hier. Output so. Ein Block runter. Und ein Block runter. Achso, falls ihr das oben so nochmal sehen wollt. Sieht jetzt so aus. Könnt das Video immer anhalten. So. Damit ihr auch alles seht, gehe ich mal ein bisschen rum. Falls ihr das mit dem Video anhalten machen wollt. So, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Dann kommt hier ein Repeater. So. So. Und jetzt müssen wir wieder gucken. Na, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht. Okay. Dann kommt noch dann Repeater. Repeater, okay. Also ein Peter, Redstone Block, ein Peter, Peter, so. Also nochmal, Peter, Redstone Block, Peter. Damit das getriggert wird. Und zur anderen Seite muss es natürlich auch noch, dann gehen wir mit zwei Repeatern, deswegen habe ich hier auch noch einen Repeater und einen Repeater, damit das die gleiche Verzögerung hat, ne? Es soll ja nicht erst der und dann der, sondern gleichzeitig beide gleichzeitig, zack. Okay, hier. Zwei Blöcke noch da, okay. Also. 1, 2. 1, 2. Da kommt überall Redstone hin. Dann kommt hier ein Repeater. Und. Ja, das muss jetzt hier rein. Mit einem Repeater geht das da rein, also. So, es hätte auch ohne Repeater so gemacht. Okay. Und so. Gut, dann haben wir die Technik, glaube ich, jetzt schon fertig. Gut. Achso, das zurück haben wir noch nicht. Nur damit, dass die sich ausschalten und jetzt muss es zurück ja noch geschehen. Und wir haben die Türen noch nicht gemacht. Ich würde erstmal die Türen machen, das ist ganz einfach. Da geht ihr einfach hin und nehmt hier vor dem Repeater ein Output nach unten, so. Und dann muss das in diese Fackeln. So. Hier kommen Repeater hin, so. Dann kommt hier nochmal Redstone hin. Und dann kommt das einfach nach da. Also, so. Gut, und dann jetzt einfach die Redstone verteilen. Wild durcheinander, nein. Also ich da folgen, so. Dann muss hier eine Fackel hin. Und, okay. Bisschen habe ich mir gemerkt. Dann muss jetzt hier ein Dropper. Ganz wichtig, ein Dropper, kein Dispenser. Wieder Shift und Leertaste. Okay, dann müsste ich hier wieder den Output nehmen mit dem Comparator. Dann diesmal nicht hier direkt den ich habe den Namen vergessen. Repeater setzen, sondern hier den Block und dann den Repeater. Dann okay. Also dann macht ihr so. Redstone, Redstone, Redstone. Und jetzt glaube ich direkt ein nochmal verlängern. Muss es doch gar nicht verlängern. Dann eigentlich meinen Redstone-Kenntnissen nach direkt so machen. Das müsste gehen, oder? Warte, ich habe hier noch keinen Block drin, glaube ich. Nee. Dann tue ich da mal einen Block rein. Ist egal welcher. Okay, und dann power ich das einmal.
Ja, reicht. Reicht vollkommen aus. Okay. Dann mache ich das jetzt so. Der Block sollte aber noch da. Habe ich ja hier den Output. Das geht auch gut. Okay, dann muss ich hier das Signal auch noch weiterführen, ne? Wie ich das denn hin? Ach so, genau. Ah, okay, hab's verstanden. Das kommt dann so und nicht vergessen, das umdrehen. Sonst wäre eine Fehlersucherei. Okay, dann kommt hier ein Repeater. Das muss dann hier rein. Warte, wir. Ach. Ah, oh. Geil, aber so geht es auch, indem man einfach den Output. Ich ändere es jetzt doch nochmal. Wobei, das geht auch so. Den Output nehmen wir hier hinten. So, mit einem Repeater wieder. Und dann so. Zack, zack, zack. Und dann hier hoch. So. Nein. Okay. Alles wieder abreißen hier. Ich hab euch Müll erzählt. Denn der muss noch da. So, hier wieder rein. Blöcke am besten drüber. Habe ich jetzt bei den anderen noch nicht gemacht. Werde ich aber auch noch machen. Gut, jetzt aber also hier den Block so hin und dann hier den Peter. Und jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen frei machen. Hier kommt dann Redstone, Redstone, so. Und dann hier direkt der Kondensator. So. Redstone und hier den Block. Und dann kann man hier den Output nehmen. So. Und dann kann man jetzt einfach Redstone, Redstone, Redstone. Und ich habe, glaube ich, hier Repeater. Ich habe sogar zwei. Ich hatte da zwei Abstand. Dann mache ich hier einfach den Repeater hin. Gut, und dann muss das jetzt noch nach da hinten mit einem Abstand zu dem. Nicht direkt da dran. Gut, und jetzt. Komm schon. Oh, ich krieg es nicht hin. Warte, ich muss hier runter. So. Und dann soll das natürlich wieder. Zweck. Hier rein mit dem Repeater. So. Und dann hier zwischen noch mal ein, weil Redstone ja nur 15 Blöcke läuft. Den ist hier gesetzt, aber das ist ja eigentlich egal. Und jetzt müssten wir auch schon den Wechsler fertig haben. Bis jetzt wird nur eine Tür zu, weil ich nur Repeater vergessen habe unten. Genau. Hier, man drückt da drauf, dann wechselt es zu Soul Sand, die Türen schließen sich für eine Zeit. Dann wechselt und dann wechselt. Also geht die Tür wieder auf und dann wechselt es wieder. Ich brauche hier noch mal ein Repeater. Gut. Und jetzt müssten sich auch beide Türen schließen. Zack. Ich komme da nicht mehr rein. Und jetzt komme ich rein und dann wechselt sich das. Gut. Dann ist jetzt der erste Teil schon fertig. Das heißt, jetzt brauchen wir den zweiten. Der ist mega leicht. Denn jetzt müssen wir hier unten als Technik nur einmal hier dieses Verlängerung. Diese Verlängerung des Signals machen. Und dann einfach hier mit dem Repeater reinleiten. Dann ist schon mal fertig von hier unten mit dem Wechsel. So. Türen schließen sich, es wechselt sich. Jetzt öffnen die sich wieder und es wechselt wieder. Gut. Und jetzt brauchen wir noch ein Signal nach oben. Dafür brauche ich nochmal die Observer. Und das geht jetzt aber nicht nach ganz oben, wie viele wahrscheinlich vermutet haben, sondern auf diese Höhe. Das ist die Höhe. Ich sag mal, hier ist ein Block drunter und dann da drunter zwei Blöcke drunter. Also
bis nach hier. Ja, genau. Bis nach hier. Also ist nicht weit, aber ich benutze Observer, weil die halt. Also hier kann man die jetzt ganz gut hochlegen. Gut, dann habe ich die schon mal so hoch. Und dann jetzt einmal verlängern. Warte, falsch, an der falschen Stelle. Falsche Stelle. Damit das richtig passt mit dem Verlängern und so. Also. So, so, so. Dann verlängern. So, so. Gut, und jetzt brauchen wir hier einen Kondensator, der wird so da angeschaltet, okay. Also so, und dann Blöcke so. So, so, so einen kleinen Kondensator nur. Wo ist der Block? An der Seite, okay. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen darüber gucken muss, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so schlimm. So, und dann einfach in die Fackel oder in dem. Ja, genau. Ach ja, das soll ja die Tür zumachen. Genau. Also. Hier so und so. Also diese Technik ist jetzt einfach nur, wenn man den Knopf drückt, dann geht das hier erstmal hier rein, um das zu wechseln. Einmal in diese Observer, die leiten das nach oben. Dann wird es hier verlängert durch diesen Aufbau an Repeatern. Und dann hier mit einem Repeater in einen Kondensator. Der speichert das dann für kurze Zeit. Es geht mit dem Repeater in diese Fackel. Und diese Fackel macht nämlich die Türen auf. Das muss jetzt an die andere Seite auch. Und da muss ich eben gucken, wie ich das eingeführt habe. Ich habe einfach direkt hier zwei Blöcke und dann. Okay. Also ich habe hier ein, zwei und dann hier so ein bisschen. Wie weit weiß ich nicht. Ich muss mal eben gucken. Ein weiter als den Observer da. Und dann muss ich nach unten gehen, wegen dem da. Und hier muss ich nämlich anschließen. Und dann bin ich. Okay. Also erstmal hier nochmal ein. Ich hätte mir auch mehr merken können. Und dann da den kleinen Kondensator. Also so. Und dann kommt's da so raus nach oben. Okay. Also so. Und dann hier und so. So. Und dann kommt hier nämlich ein Repeater. Und dann kann das einfach da rein. Habe ich das mit Redstone gemacht oder? Ja, genau. Und dann den Kondensator dahin. Okay. Mach mal so rum. Ist eigentlich egal, wie rum. Hauptsache, du kriegst dein Output daraus. So. Mit dem Repeater da rein auch. Und. So. Gut. Und das war, glaube ich, schon alles. Jetzt muss da, glaube ich, nur noch Wasser rein. Ich teste mal eben. Wenn man drückt, hier drauf drückt, wird man nach oben gehen. Und dann hier gegen knallen. Extra Slimeblöcke, damit es auch nicht wehtut. Und ohne Slimeblöcke wäre das deutlich schwieriger. Und dann hier. Da geht man dann einfach nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Kann hier raus. Und diese Türen müssten sich schließen, wenn man hier drauf drückt. Genau. Bleiben jetzt auch kurz zu. Warum geht es früher? Oh, ich habe den Block vergessen. Ja. So, jetzt müsste es aber gleichzeitig gehen. Gut. Zu. Und. Auf. Gut. Und jetzt muss da nur noch Wasser rein. Das würde ich eben machen. Also, wir machen einfach so von hier bis hier. Genau. Und dann jetzt. Slash fill, also füllen von dort, also dreimal Tab, dann vervollständigt man das. Erstmal Enter, dann geht man runter, macht dann nochmal T zum Chat öffnen, Pfeil hoch, also hier rechts neben Num ist ja diese Pfeiltasten, Pfeil hoch, wieder Leerzeile, Tab, 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 also dreimal Tab und dann Water. Auch wenn ihr Deutsch habt, einfach, also auch wenn ihr Deutsch eingestellt habt, ihr müsst es auf Englisch machen. Gut. Und jetzt wird man hier runterkommen. Und jetzt drücke ich hier drauf. Komm nach hier. Kann hier aussteigen.
Das bleibt auf und da oben auch. Und dann kann man nämlich, das ist ja jetzt umgeschaltet. Die Idee ist auch, dass man einfach, wenn man jetzt hier auf der Etage ist, dann runter will, kann man einfach hier reingehen, runtergehen und rausgehen. Und hoch, hier drauf drücken und hoch. Guck, und jetzt geht das nicht mehr weiter. Das ist das, was ich meinte. Denn hier müssen noch die Wassereimer rein. Genau das meinte ich. Also, erstmal würde ich hier. Oh. So, auffüllen. Komm schon. Alles auffüllen. Ich gehe mal nach draußen, um da auch aufzufüllen, die restlichen. Oh. Ja. Das wollte ich nicht machen. So. Und dann hier rein, rein. So. 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 Und dann hier nochmal rein und gucken. Genau. Ach so, einer muss jetzt noch komplett aufgefüllt werden. Und zwar der hier. So, ich helfe dem mal. So, und dann noch so. So, hier muss noch ein ganz bisschen. So, und so. Gut, und jetzt hier natürlich auch noch. Hier muss aber bis nach da gefüllt werden. Also. Ach, komm schon. Nein, nicht teilen. So, also mit Mausrad, Klick könnt ihr das einfach nehmen, genauso wie die Blöcke hier. Hier zum Beispiel, ich brauche jetzt den, so mit Mausrad Klick einfach holen. Gut. Dann hier noch befüllen. Hier habe ich jetzt gerade befüllt, so. Alles befüllen. Komm schon. So, und jetzt das letzte noch. So. Einen lasse ich hier. So. Genau andersrum. So, damit, wenn hier einer leer ist, da durch kann. Okay, hier oben bleiben. Und hier müssen jetzt Wassereimer rein. Also hier, dann Wassereimer. Wird jetzt erstmal. So. Mit Shift kann man das machen. Und dann. So, Wassereimer. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich das nicht reinschiften kann. Ich dachte, normalerweise kann man das reinschiften. Das war jetzt keine gute Idee. Dispenser brauchen wir. So. Und rein, rein, rein. Rein. Und dann noch ein. So. Das kann weg. Und dann brauche ich noch mal Wassereimer. Ich dachte, man kann das immer reinschiffen. Ich glaube, mit anderen Sachen geht das auch. Nee. So, ja, genau. Ah. Egal. Mit Störung geht's auch nicht. Dann eben nicht. Da muss ich alles einzeln nehmen. So. Okay, und dann hier auch noch rein. So. Und jetzt müsste es gehen. Ja, komm raus. Und nach ganz unten.
Und jetzt drücke ich hier drauf. Jetzt schalte es um. Das geht so hin. Und dann kann ich raus. Und jetzt geht es wieder rein. Und jetzt wird hier dispensed. Und jetzt geht es auch nach ganz oben. Wenn ich jetzt nämlich hier drücke, dann seht ihr, ich komme nach ganz oben. Und ich habe es auch nicht so gemacht, dass es, ich zeig's euch hier, ich habe auch nicht gemacht, dass wenn man hier drückt, dass dispensed wird, sondern nachdem man das gemacht hat, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wenn jetzt hier einer oben wäre, so, dann, und das nicht dispensed hätte, dann wären hier oben ja nicht die Blubberblasen und dann wird er nicht einfach runtergezogen werden. Deswegen. Und wenn man hier da oben ist, ne, und dann runter will, aber vielleicht nur eine Etage, kann man ja auch ganz einfach hier laufen und dann hier rein. Also sehr praktisch. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lange, aber ist halt sehr praktisch. Ich hoffe, ihr benutzt es auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.